Ich bin in Klassenräumen aufgewachsen, wo ich der einzige Student indianischer Abstammung war. Es war am Anfang schwierig für mich, die alten Werte beizubehalten. Es hieß immer, das ist altmodisch, du solltest nicht darauf achten, du solltest dich nach der modernen Wissenschaft richten. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Paradoxerweise hat mich die Wissenschaft wieder zurück zu meinen traditionellen Werten geführt. Ich studierte in Berkeley Physik und bekam Dinge zu hören, bei denen ich dachte, das kommt mir bekannt vor. Und dann stellte sich heraus, dass viele der neuen Theorien der modernen Physik, zum Beispiel Einsteins Relativitätstheorie, dasselbe aussagt wie das, was mir als Kind beigebracht worden war. Heisenbergs Unschärferelation sagt, sobald du versuchst, etwas zu messen, veränderst du es auf atomarer Ebene. Die philosophische Implikation ist, dass es so etwas wie einen objektiven Standpunkt nicht gibt. All diese Gedanken haben doch schon unsere Alten formuliert. Die modernen Wissenschaften haben erst jetzt aufgeholt. Deshalb heißt dieses Gedicht, mein Großvater war ein Quantenphysiker. Part 1. I can see him now, smiling, in full dance regalia, an eagle feather fan in his hand. He's standing with the other. Ich kann ihn jetzt sehen, lächelnd, in vollem Tanzschmuck. Einen Fächer aus Adlerfedern in seiner Hand steht er mit den anderen Männern auf einer Wiese vor dem runden Haus an einem sonnigen Nachmittag. Part 2. Wissenschaftler haben endlich entdeckt, dass die kleinsten Details unseres Lebens beeinflusst sind durch Dinge jenseits der physikalischen Welt, jenseits der Sterne, jenseits der Zeit. Part 3. My grandpa knew that. Mein Großvater wusste das. Der Missbrauch von Mutter Erde dauert nun schon zu lange. Es scheint, dass die Leute ihre Augen vor diesem Missbrauch verschließen. Wir versuchen, ihre Augen wieder zu öffnen, damit sie das Ausmaß der Zerstörung sehen. Was Peter und andere führende Wissenschaftler nun durch ihre Studien herausfinden, ist, dass viele Grundsätze des indianischen Wissens wahr sind. Für uns ist das nichts Neues. Wir haben das schon immer gewusst. Aber sie hat es Jahrhunderte gekostet, mit dieser neuen Denkweise endlich den Kreis wieder zu schließen und zu einem grundlegenden Verständnis der Welt zurückzukommen. Und wir können dieses Verständnis der Welt artikulieren. Die Indianer sind hier, um die Mutter Erde zu beschützen. Und so sehen wir die Erde als eine Mutter. Deshalb ist es wichtig, dass diese Botschaft verbreitet wird. In unseren Prophezeiungen heißt es, es kommt der Tag, an dem das Wasser brennt. Lange Zeit hat sich unser Volk gewundert, wie kann Wasser brennen? Aber heute sehen wir es, durch die Verschmutzung und das ganze Öl und das Gas, das in die Flüsse und in die Seen geschüttet wird. Und so brennt das Wasser. Als Menschen brauchen wir die Erde, aber sie braucht uns nicht. Wir nehmen nur, was wir vom Land benötigen. Wir töten nur die Tiere, die wir essen. Wir haben immer eine Zeremonie, bevor wir auf Jagd gehen, und erklären den Tieren dabei, dass wir ihnen ihr Leben nehmen müssen, damit sie uns ernähren. Das Gleichgewicht ist wichtig. Wenn der Mensch das Gleichgewicht ändert, schlägt die Natur zurück. Das ganze Universum ist im Gleichgewicht, also muss es der Mensch auch sein. Seine ganze Umgebung, sein Verhalten muss im Gleichgewicht sein. Eines der Probleme mit dem westlichen Menschen ist, dass er nicht an dieses Gleichgewicht glaubt. Mann und Frau sollten im Gleichgewicht sein. Frauen sollten Männern gleichgestellt sein. This is the road to destruction on the top.
Das hier oben ist die Straße der Zerstörung. Und sogar jene, die im Einklang mit der Erde gelebt haben, sind von dem Kreis hier betroffen, mit dem Thomas den Ersten und den Zweiten Weltkrieg meint. Und er sagt, die Atombombe passierte hier irgendwo. The first atom bomb happened somewhere in here on this timeline. And because the first atom bomb was not Hiroshima or Nagasaki, it was over Alamogordo, New Mexico. Denn die erste Atombombe war nicht Hiroshima oder Nagasaki, es war über Alamogordo in New Mexico. Und diese Explosion und der Blitz konnte von den Hopi-Dörfern aus gesehen werden. Sie konnten Atombombe nicht übersetzen, aber sie nannten es eine Schlucht voll Asche. Literally, it's a gourd full of ashes. The point is that we're all on the path. Die Tatsache ist, wir sind alle auf der Straße der Zerstörung, bis wir lernen, mit der Erde zu leben, bis wir alle die Verantwortung übernehmen. And that's what it's really all about. Darum geht es eigentlich, um Verantwortung. Human beings have responsibility to the earth. Human beings have responsibility to each other. Human beings have responsibility to all of life, other animals, plants. Als Menschen sind wir verantwortlich für alles Lebendige. Tiere, Pflanzen, alles, was wir essen, ja sogar für die Steine. Wir haben diese Verantwortung und deshalb müssen wir sie übernehmen, solange wir noch die Ehre haben, in dieser Zeit zu leben. Wir leben in dieser Zeit und die Erde wird weiterleben. Worüber wir uns Sorgen machen müssen, ist, ob die Menschheit überleben wird. Darüber mache auch ich mir Sorgen. Und nicht, ob die Erde überleben wird. Die Natur ist so stark. Alles, was die Menschen in solch riesigen Großstadtgebieten tun müssen, ist mit den Pflanzen sprechen und mit den Vögeln. Du kannst es um dich herum sehen. Ein kleines Grasbüschel wächst zwischen dem Bürgersteig hindurch. Und wenn du es nicht abschneidest, dann wird es den ganzen Bürgersteig von unten zerstören. Ein kleines Grasbüschel wächst durch den Asphalt und Millionen von Menschen auf der Erde arbeiten für Firmen, deren Aufgabe es ist, diese Grasbüschel auszustechen.